Leute, herzlich willkommen zur mittlerweile schon 9. Folge von Minecraft Varro 4. Hallo Miniel! Hallo, na? Möchtest du den Leuten mal erzählen, was wir heute geplant haben? Ja, wir gehen nicht in die Hölle. Das war ein Prank. Das war ein Social Experiment. Also was? Um unsere Gegner zu verwirren. Wollen wir einfach mal rein und dann weiterreden? Okay, ja gut, dann mach mal. 3, 2, 1, ja! Okay. Alter, wir sind da. In der Welt von Minecraft. Ja, Sneaken. Geil, Digga! Sneaken. Wir graben jetzt nämlich einfach nach da hinten. Geil, oder? So, das warte, ist ich werf dir die Sachen hier hin, ne? Genau. Hier, nimm mal das da, nimm mal deinen scheiß Drecksbogen. Ja. Achte darauf, so, dass du alles aufhebst. Toll, Masse, ich bin so begeistert. So, dann werfe ich das hier runter. Oh. Den Knochenmehl, warte, spring mal runter bitte und hol mal die Knochen und das Knochenmehl. Nein, dann habe ich wieder alles. Ja, nee, weil brauchen wir, glaube ich, auch nicht mehr. Wolltest du mich parenken? Nee. In welche Richtung graben wir uns? Hier weiter? Wir graben uns jetzt erstmal in gar keine Richtung. Haben wir irgendwo eine... Ach, da. Ich mache dir jetzt eine Diabrust. Okay. Ah, hier ist einer. Hier, heb auf. Ja, heb das auf. Bin da ich. Ist da ist eine Diabrust, Alter. Alter, krass. Ja, Folge 9 und eine Diabrust. Wir sind die Ersten, oder? Mit einer Diabrust. Ja, die Allerersten. Pack mal bitte dein Gold. Ach, hast du mir ja gegeben. Nee, hab ich nicht. Du könntest dir das Hühnchen jetzt raus. Hier ist das Gold. Oh, das Hühnchen aus dem Ofen holen. Ja, warte. Ja, mach ich. So. Hä? Was machst du denn da? Ja, ihr habt dir was ich gegeben. Dann, hier, nimm mal so, das. Warte, wir müssen aber nimm aufpassen. Wir müssen auch schnicken. Ja, ja. Schnicken. Schnicken. Warum? Es ist keiner auf dem Server. Also, ach ja, so. Klar, falls wir in Lava oder so reinplumpsen. Wo sind wir denn? Achso, wir waren auf 11. Ja, wir sind hier auf 11. So, gräbst du dich da weiter oder was? Ja, ja. Aber du hast dich ja runtergegraben. Ja, Sekunde. Achso, ja, weil ich dachte, wir sind noch nicht tief. Ja, dann grab ich mal. Ich grab hier weiter oder folge ich es dir? Es ist so viel. Grab du mal da weiter. Nicht, dass wir einfach gerade. Obwohl. Nee. Ja? Weißt du, wo die World Border war? Weißt du nicht. Nö. Ich habe gerade Angst, dass wir gerade noch sehr nah an der World Border sind. Okay. Ja, das ist doch eigentlich eine ganz nette Sache. Wollten wir das nicht so machen, dass einer gerade ausgräbt und der andere in die ja. Gänge? Ja, dann geh bitte meinen Gang. Ist doch besser. Okay, dann komme ich zu dir. Ja, mach das. Da fühle ich mich sowieso immer am wohlsten in deinem Leben. Ja, ich weiß, Alter. Ja, also, so, dann würde ich nochmal gerne was anderes ansprechen. In Folge 6 oder 7 hatte ich einen Fake-Tod eingebaut. Was? Mit dem Titel, ja, ich bin gestorben. Und das war extremes Clickbaiting, gebe ich gerne zu. Aber ich wollte euch damit wirklich in den Glauben lassen, dass es auch passiert. Dass ihr das seht und einfach denkt, ich bin tot. Ich werde daran sterben. Also ich fand, das war eine lustige Aktion, denn wenn ich das, sagen wir mal, von irgendeinem anderen YouTuber jetzt, ich wusste das natürlich schon, dass er das einbaut, sehen würde und mir dann einfach denke, nein, was? Und dann kommt die Erleichterung. Er weiß nicht, ich verstehe nicht, dass man da dann so, ich höre hier ein bisschen Wasser, dass man dann irgendwie böse auf die Person ist, weil das ist dann kurz für die Sekunde so ein kleiner Schockmoment, aber dann kommt einfach die Erleichterung und ich fand das cool. Also ich fand, das war eine freshe Sache. Meinst du, da haben sich welche geärgert, dass ich nicht tot bin? Ja, ich. Oh. Ich dachte, ach Mann, wer bloß tot, Alter. Wer bloß... Geiler Satz. Ich dachte bloß, wer bloß tot, Alter. Ja, ja. Ich hör hier auf jeden Fall ein bisschen Lava. Warum ist hier denn schon wieder so eine Scheiße? Oh, ich hab Lava gefunden. Bist du denn? Ach, du hast dich ja schon in Telegram, Junge. Ich hab eine Mine. Was bist du denn für einer? Hier ist eine Mine. Da ist... Yo, hier ist auch was. Hey, wo bin ich denn jetzt? Jetzt haben wir nicht versehen wieder in unserer Schlucht. Ah, hier ist der Hexe. Oh Gott. Warte. Schubst sie in Lava. Hallo. Sie brennt. Nein. Och, scheiße. Hier ist wieder so viel Platz. Hier ist so viel Platz für Dias. Aber nichts aber da, oder? Nee. Nix. Na dann. Dass ich auch einfach keine Hotkeys habe für einen Wassereimer oder so. Ich bin so ein Moloch. Hier also ist da, auch. Da hinten? Was ist denn hier los? Hier sind überall Lava. Also hier geht's auf jeden Fall. Ja, bei mir eben auch. Hier muss irgendwo Dia sein. Das kann doch gar nicht wahr sein. Ich verstehe das auch nicht, dass hier einfach. Was ist das denn? Und da ist überall Gold in der Wand. Hallo! Hallo! Geil, Gold! Manuel, wollten wir nicht auch gleich nochmal so ein bisschen über Projekte, die vielleicht. Ey, hier sind richtig. Das geht richtig da, weit bei mir hier auch. Das ist echt krass, ja, bei mir auch. Ich glaube, wir werden uns jetzt verlieren. Ja, erzähl doch mal. Ich weiß nicht, was du so geplant hast. Ach, soll ich jetzt hier über Pläne erzählen, Also wir können es einfach mal so sagen. Da sind Sachen in Planung, jetzt auch vor allen Dingen dann nach Varro, da könnt ihr euch echt drauf freuen. Da wird wahrscheinlich auch der Pidizzle dabei sein, der Manuel wird dabei sein nicht und dann unbedingt. Gibt's. Hä?
Vielleicht doch nur ein Projekt mit mir. Bitte? Vielleicht doch nur ein Projekt mit mir, ohne dich. Okay. Schade. Hä, mein Typ springt manchmal automatisch. Du, also du bist in einer Mine, so ein richtiger Minenschacht oder was? Na, da bin ich jetzt noch nicht reingegangen, weil ja, ich hier... Ja, ich auch. Ich will eigentlich auch nicht rein, weil da unten auch noch so viel war. Ich bin hier halt gerade... Oh Gott, oh, ein Spawner. Da könnten wir leveln. Da könnten wir leveln. Das hört sich nach einer feschen Sache an. Oh, das wäre schön. Hier ist überall Gold. Ich habe auch schon richtig viel Gold liegen gelassen. Also, was ist das? Warte mal, ich gehe mal hier weiter. Ich habe halt Angst, dass hier irgendwas von hinten rankommt. Ja, 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 das kann dir gerne passieren. Ein Spot. Weil es gibt auch in der 1.8.9 kein automatisches Jumpen, oder? Nee, ich glaube, das kam jetzt wieder mit der 1.9 oder 1.10. Das kann nicht wahr sein, ey. Ich bin auf der... Ich bin auf einer super Höhe und hier ist einfach nix. Was ist das denn? Also, ich bin schon wieder zu hoch, aber was ist das denn für ein Minenschacht? Wo bin ich hier? Du hast ja scheinbar auch einen ziemlich komischen Ort. Ja, ja, ich habe jetzt hier gerade... Ich nehme das Eisen jetzt hier gerade nicht mit, ey. Also, wir haben eben jetzt 50 Eisenblöcke oder so. Lapis brauchen wir auch nicht, davon ja, haben wir auch aber warte, davon nehme ich zumindest die Level, snagge ich mir mal hin. Ja, genau, genau, das ist wichtig. Das habe ich so ein bisschen vernachlässigt gerade. Vergießen. Vergießen. Ja. Guck auch immer schön, ob wir die sehen, das wäre nämlich geil. Da ist noch ein... Ey, was ist das? Also da oben geht's weiter. Ich aber welche Höhe bist du denn gerade? Ja, ganz weit oben. Ganz weit oben, das ist richtig dumm. Ich gehe jetzt wieder zurück. Also ich sehe hier auch einfach... Bei mir hier keine Dias. Das die könnte halt auch irgendwie eine Kiste oder so sein, wo noch irgendwas Tolles drin ist. Darauf habe ich jetzt gerade eher gebaut. Okay. Ein paar Dias meinst du? Oh, eine Giftspinne, oh Gott. Die sind ultra stark. Okay, ich habe hier gerade ein paar Probleme mit so einem... Ist denn da? Larry. Oh, eine Lore. Ich habe Dias. Mit Items. Ich habe Dias, ja. Eiserne Pferderüstung, Melonenkerne. Ja, nichts Tolles. Jawoll, Alter. Ja, du hast ja die richtige Spitzhacke. Ja, genau. Ich habe hier alles. Muss hier nur mal alles checken. Nicht, dass hier jetzt noch irgend so ein Willi kommt, während ich abbaue. Ja. Ich habe die Orientierung komplett verloren. Zu 100%. Ich weiß nicht, wo ich bin. Okay. Ich habe keine Fackeln oder so gesetzt. Nada. Ich habe 7 Dias daraus bekommen. Ja, nice. Dann mach dir direkt eine Hose, wenn du kannst. Okay, mach ich. Hast du das gehört? Ich habe keine Dingens dabei. Was? Du hast... Achso, hast du die Explosion gehört? Nee. Wir sind scheinbar wirklich... Ja, ja, wir sind weit sehr, auseinander. Sehr, sehr weit auseinander. Shit. Aber das ist zumindest schon mal nice, Alter. Aber es ist halt so richtig krass, dass hier so viel Platz ist. Aber wir bisher nur ein Ding gefunden haben, oder ja, was? Ja, eben. Ja, das ist echt heftig. Sind die nicht in die Dingens fallen? Lava. Oh, da geht's auch weiter. Ja, wir können auch gleich in die Koordinaten gucken. Wir können hier nach auch direkt nochmal eine Folge aufnehmen. Also es ist gerade echt sicher. Alles gut. Ja, selbst wenn wir uns jetzt komplett verlieren sollten, das hat ja einen Sinn, dass wir uns hier machen wir mal ein bisschen voneinander verabschiedet haben. Hier ist noch eine Lore. Lapis, ein Dia war da drin. Echt? Nice, ein Dia, einfach so, ja. Okay, dann muss ich ja bald mal eher zu dir kommen. Ich gucke hier aber noch alles komplett durch. Nee, also wenn du den Weg zurückfindest, dann nimm ihn, weil da ist der Workbench für deine Hose. Ja. Und auch noch... Verdammt, Alter, hier ist... Und auch noch, was waren da noch? Oh, komm schon. Unsere Items. Ah, okay. Also den im Ofen. Ich hoffe einfach, dass ich den Weg wieder zurückfinde. Ja, ich auch. Ich bin ja auch so ein Typ. Ich hab... Ist gerade hier... Du bist ein Typ? Alter, hier sind... Ja, ich bin ein Typ. ich gehe halt immer weiter und weiter. Dann ist da auf einmal noch ein Schlupfloch, wo man durch... Ich hab so viel verpasst. Also hier geht's nochmal oben. Hier geht's wieder. Achso, nee, da bin ich hier. Ah, okay. Okay. Obwohl ich jetzt nicht weiß, wo ich hier lang sollte. Kam ich hierher? War ich hier schon? Dias! Jawohl! Oh, ja, nice! Okay, dann komm zu mir. Findest du den Weg zurück? Ich glaube schon, ja. Ja, ich werde jetzt hier mal alle Dinge abbrechen. Dann pass auf. Hol bitte mal unsere Items, wenn du kannst. Und ich sag dir dann jetzt die Koordinaten. Oh, da ist ein Creeper, okay. Ist einer auf dem Server? Nee. Ich schreib dir mal in den Chat. Ach, warte, komm, wenn dann schon genauer. Ja, da hinten ist noch was. Aber ich sehe von hier aus keine Dias. Ja, komm bitte erstmal her. Ja, ja, die Dias sind wichtiger. Da. Kannst du auch in den Chat schreiben und lassen, Alter. Wir entfernen uns gleich eh so hart. Okay. Warte mal. Ich muss jetzt hier erstmal selber den Weg zurückfinden. Hier sind zwar noch ein paar. Könnte ich nochmal Level holen. Das war dann aber eine ertragreiche
Das war Folge. Auch, es war ertragreicher als 90% teilweise. Aber ich habe hier eben auch noch eine Mine. Also die egal, vergiss, lass bitte erstmal das priorisieren, dass du das nimmst, was wir haben. Okay. Aber dann können wir ja nochmal meinen Weg zurückgehen. Ja. Also wenn bei dir da nichts mehr ist. Ja, hier sind 1000 Gänge, also im Endeffekt ist es egal. Wahrscheinlich ist es sogar die gleiche. Ja. So, warte mal, hier bist du ja irgendwo woanders längs gegangen. Hä, wo bist du denn? Nee, hä? Ja, jetzt bin ich auf jeden Fall im Kreis gelaufen. Ja, guck bitte auf die Koordinaten. Ja, warte mal. Von einer Echse, einer Echse. Aber du hast doch nichts abgebaut bei uns, oder? Nee, also der Ofen und so muss da noch abgebaut werden, falls du das meinst. Ja, genau. Ich weiß auch nicht mehr, wo die Mobs sind. War das da? Warte, da müsste ich ganz nah sein. Ja, ich bin eigentlich ganz nah. Okay. Theoretisch. Ich weiß echt nicht, wo du längst gegangen bist. Das ist halt so das, was mich am meisten... Oh. Hast du dich am Table weitergegraben oder was? Na, ich bin deinen Gang gelaufen. Ach, du bist mein Gang gelaufen. Okay, warte mal. Also jetzt gerade müssen wir extrem nah beieinander sein. Hast du irgendwie hinter dir, hast du aber nicht zugebaut, ne? Nee, gar nicht. Da, warte mal, dann bist du doch hier links gegangen. Nee, das ist von mir, oder? Wow, eine Giftspinne wieder. Nee, warte, hier. Oh Gott, die sind, also das ist echt das Schrecklichste, was wir hätten da rauskriegen können. Dann musst du irgendwo hier sein. Da ist auch so ein krasser Gang. Ja, also wenn du am Anfang bist und die Sachen aus dem Ofen geholt hast, dann müsstest du mich jetzt eigentlich schon wieder fast sehen. Aber geh bitte einfach zu den Koordinaten. Nein, gar nicht. Achso, ich kann immer schlecht mit Koordinaten umgehen. Das ist ja, dann probier es. Es macht keinen Sinn, wenn du da jetzt rumgeheißt hast. Okay, oh Gott, vor ihm. Oh. Hey, ich habe nicht ganz verstanden, woher die jetzt kam. Doch, gerade wieder ein Skelett irgendwo abgegangen. Ja, doch, das muss die... Oh Gott. Ja, aber zu den Dias, dann finde ich dich bestimmt. Ah, hier ist gar nichts mehr. Okay. Dann... Auf jeden Fall nicht längs. Mach ich das hier mal zu? Bist du irgendwann mal hochgelaufen oder so? Ey Junge, frag mich bitte nichts. Ich habe keine Ahnung. Ich bin so orientierungstot. Oh, hier wartet einfach nur ein Creeper. Das ist echt ein bisschen problematic gerade. Ja, das glaube ich. Weil Dreck gespawnt. Wie viel EP bringt ihr? Warte mal. 90. Oh Gott, wieso sprint? Doch, ich glaube, Kann mir mal bitte deine Koordinaten in den Chat. Ja, warte, mich verfolgt hier gerade ein Creeper. Ich glaube, ich hab's aber. Sneakst du gerade? Nee. Du bist dann irgendwo da auch runtergehasselt, ne? Ja, ich bin relativ tief. Gib mir einfach deine Koordinaten. Ach so. Warte mal, ich muss hier. Ich kann gerade nicht, warte. Da hier bist du 1000%ig runter. Nee, wir sind wahrscheinlich super nah. Hä? Ja, gib doch einfach. Ja, warte. Okay, das lohnt sich nicht. Okay. Hä? 100? Das kann nicht sein. Da muss irgendwas falsch gelesen haben. Achso, nee. Das. Ach. Da noch falsch ablesen. Hier ist zumindest Lapis. Da ist Lava. Ah, hier müssten wir... Warte, da lang, okay. Wo war das? Bist du noch da? Ja, ungefähr. Oh Gott! Mir wird gerade angezeigt, dass ich kein Internet habe. Ich bin Hacker. Wir sind gerade mal 100 voneinander entfernt. Okay. Warte mal. Ja, hier lang. Bleib mal da. Ja, bleib ich. Ja, da hinten müsstest du sein. Also, ja. Ich sneak auch nicht. Ich setze hier mal eine Fackel. Da unten ist ein Crepper. Ich laufe mal hier rein. Lass mich am besten töten. Genau so, Manuel. Dass ich dich noch nicht sehe, das ist halt strange. Ist echt krass. So, jetzt müsstest du mich echt mal gesehen haben. 30, das ist da. Warte, 30 bin ich jetzt? Hä? Du müsstest da sein. Nee, jetzt musst du mich sehen. Außer du hast falsche Koordinaten gegeben. Ich bin bei 1031 und 1635. Also genau da, wo du bist, nur ein bisschen höher. Ja, 10 über dir bin ich. Okay, dann komm doch runter. Ja, mach ich. Macht zwar irgendwie keinen Sinn, weil da oben irgendwo die Dias sind, aber... So weit oben bei 35 können die Dias doch gar nicht sein. Ja, normalerweise nicht, ne? Ich muss mich schon wieder weit davon entfernt haben. Das ist gerade ein bisschen... Ich bin halt leider bescheuert. Wirklich, das gebe ich auch gerne zu, Leute. Ich bin schlecht, was Koordinaten angeht. Ja, aber hast du dich von da jetzt schon wieder richtig weit weg bewegt? Nein, ich bin bei 1030, 20, 1763.
Wieso denn 1730? Du warst gerade bei 1630, genau da, wo ich ja, jetzt gerade bin. Ja, wir werden gekickt, ja. Och nein. Nee, ich schreib das doch. Ich bin bei 1030. Ach, das war mal ich. Weißt du, was ich jetzt getan habe? Du bist zu den auf deinen eigenen Koordinaten. Zu den Dia-Koordinaten gegangen. Ach Gott, sind wir beide behindert. Ja, gut. Kann man mal machen. Ja, bisschen doof, geben wir ja gerne zu. Schwäche von Team Kürbistumor ist es, Zahlen zu lesen. Aber wir werden jetzt gleich wieder aufnehmen. Und dann kriegen wir das hin. Dann bauen wir die ab und dann finden wir was. Ja. Dann kriegen wir das hin, Leute. Ja. Und ich möchte auch noch mal zum Ende sagen, immer noch finde ich das mega fett, wie krass einfach die Community von Team Kürbistumor hier zu uns hält. Und ich habe das schon x-mal gesagt, aber danke. Danke. Ist nicht selbstverständlich, Leute. Vielen, vielen Dank. Wenn es euch gefallen hat, lasst sehr, sehr gerne ein Like da. Dass wir dumm sind in Koordinaten, das wissen wir. Weißt du, dein Name war jetzt so kurz, dass es so weit links war und deswegen ist meins in den Fokus gerückt. Ja, wir sind halt einfach nervös und... Aber das geht, Leute. So, wir sehen uns morgen um 18.30 Uhr wieder. Schaut bei Manuel vorbei und irgendwie so Crossover. Sind wir beide unten verlinkt. Und in diesem Sinne, habt noch alle einen traumhaften Tag. Hier sind noch Videos bei uns beiden verlinkt. Haut rein. Tschüss.